So, wir machen mal wieder eine Aufnahme. Skat Open, 20,05 €. Nur 18 Spiele aber passen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man bleibt. Ist krank. Die Frage ist, ob wir 13 drücken. Noch mit Zwischenzug arbeiten können, ne? Aber der schon eine Bombe gegen hat 3-2 ist. Weiß nicht, wie viel der hat. Wie viel hat's? Das ist jetzt ein bisschen tilt. Mal gucken. 33, ich bin eigentlich fast geneigt, 0er Wert zu machen, aber 33 ist oft. Oft blank Herz auch. Blanker Bube oder so zum Beispiel. Nee, jetzt können wir, der war sowieso schon auf krank unterwegs. Fast geneigt, krank zu machen, übrigens. Acht und 14 sind 22, 32, 36. Vielleicht doch. Wir kriegen doch jetzt ein volles. Eieiei. Was ich total schaden finde und haben wir auch schlecht gedrückt, ne, im Nachgang. Trumpf haben wir schon richtig von oben hingelangt. Gott, ich will jetzt auch schon nur auf Trumpf 3-3 teilweise gehen, ne?
Na, Level 15, 15 ist Zockerspiel. Muss er jetzt den Stich noch haben? So, hat uns schon überholt. Zieht es noch ein bisschen weiter weg. Ich denke, Karo ist das bessere Spiel. Bei Pik kannst du schon über die Beikarte alleine verlieren. Jetzt gegen 5 laufen, ist natürlich auch bitter. Aber halt nur gegen 5, ne? Gegen 4 ist er auch gewonnen. Muss richtig sein. Siebenundzwanziger Reizung drücken wir so, denke ich. Wollen Karo 10 eigentlich, deswegen Tendenz. Muss man mitnehmen. Es war blank, hat er nicht die 10 durchgelegt. Also bei dem zweiten Trumpf doch klein spielen. Wäre ja, besser gewesen, den zweiten klein. Oben, unten ist wahrscheinlich richtig. Man droht halt auch, dass wenn er Karo Ass 10 hat, ne, logischerweise, dass Karo 10 mit Überstich steht. Gut, dann kann man theoretisch auch mal hoch festnageln, aber dann gibt man den Trumpfstich noch mehr ab. Kreuz kriegt dann Abwurf rein. Nicht zu sehen. Nicht zwingend zu sehen, sagen wir mal so. Dass irgendwas mit Kreuz 27 zu tun hat, kann natürlich schon sein. Viermal. Nein, die kann sogar hoch sein, das war nicht gut. Vor 10 war auf jeden Fall im Keller.
Sonst wären 60 gewesen, ne? Wenn er Pick 10 hat, wenn er die Dame spielt. Also dieses eigene Spiel jetzt immer zu spielen, macht das nicht, wenn jemand das fordert von euch im Endeffekt. Also wenn du jetzt einen Stich drin hast, ist das was anderes. Aber in dem Moment, es gibt da keinen Stich drin. Also das ist, da hat er ein Kreuzlusche gedrückt gehabt und hat 10 König drin gelassen. Ich glaub's aber nicht. Aber interessant auf jeden Fall. Herz raus, ne? Na, zu viert. Ach, was kommt daran beim letzten Herz? Ah, da steht 1-1 noch. Am Ende sind es uns 20, ne? So, wir sind dran zumindest. Aber jetzt auch nicht so millionenweit weg von ihm, ne? Also müssen wir aufpassen ein bisschen. Auch Pik weiter. Nein, gut. Oder kotzen. Ein bisschen zurecht, da muss man auch sagen, deine war schon grob, ne? Wenn wir dann geschenkt kriegen. Haben natürlich auch dreckig gefunden gehabt, aber da kann ja keiner außer was dafür, außer wir, beziehungsweise die Plattform, beziehungsweise die Kartenmischmaschine oder was weiß ich, wie man es nennen will. Grundsätzlich gut, wir bleiben ein Spiel hinten dran. Ich glaube, es gibt einen Fabian. Trifft er danach Herz? Ach. Stimmt, da hat er bloß noch ein Herz. Da kann er doch auch blanke Herz 10 spielen. Trumpf Ass zu retten. Das war nix auf jeden Fall. Das ist eine Traumkarte jetzt im Endeffekt, wenn ich weiß, dass das Trumpf Ass droht zu verbrennen.
Taubenschule verschenkt. Oh. War jetzt auch zwei an der Schnur. Wir können nicht anscheinend ansagen. Mann. Nimm dir jedes. Ja, das war jetzt wirklich gut. Ich habe jetzt auch ein grob Geschenk gekriegt, ne? Ganz grob. Aber das waren jetzt zwei am Streifen. Die halt auch fallen müssen, ne? Hat Sandhippen halt gewonnen, logischerweise. Ja, da passt jetzt kein Spiel mehr. Naja, gucken wir mal. Im Zweifel nehmen wir die Gegenspiele noch mit, falls noch irgendwas geht. Und gut. Und wir machen auf jeden Fall keinen Minus. Können wir Krang ohne 4 verlieren, dass wir trotzdem im Plus bleiben? Ich glaube ja. Ne. Mann, Mann, Mann. Wenn das die Dinge noch macht, die Dame noch hat im Herz, dann geht's zumindest noch 61. Gut, das war jetzt natürlich trotzdem in Ordnung. Ne? Das war mit uns gerade open. Bis dahin.